Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Ja Leute, ein bisschen dumm gelaufen jetzt. Ich weiß nicht, warum die Aufnahme nicht wieder anging. Ich musste OBS neu starten. Das hat er nicht... Oh, da ist der Bär. Das hat er nicht mitgekriegt. Ich bin also runter, hab die Screamerin einfach vor die Birne geknallt, hab sie hier umgelegt. Sie hat auch nicht geschrien. Trotzdem sind 5 Zombies gespawnt. Einer ist hinten rein, wo Mutti... Alter... Wo Mutti halt war. Und der Rest ist vorne rein. Hat hier ein paar Spikies mitgenommen, hat die beiden Türen rausgehauen. Und ist dann hier kaputt gegangen. Kann man damit noch reparieren? Hier müsste auch irgendwas kaputt sein. Ja, ist jetzt ein bisschen schade gelaufen. Und ich habe oben noch die Dinge ins Gesetz gehabt, weil die haben wir ein bisschen gebraucht, bis sie durch die Türen waren. Hier oben schon mal die Pflanzkübe gesetzt gehabt. Samen reingemacht. Ja. Das mit dem Wrench nicht mehr reparieren. Du musst ja also immer 5 Werkzeuge dabei haben. Also das ist ja schon ein ganzer Werkzeugkasten. Außerdem muss ich erstmal einen Hammer wieder herstellen. Den hatte ich ja verballert für die Werkbank, ey. Viel. Und dabei bin ich ja gerade runter und habe gesagt, so ja, lass uns mal Werkzeuge antesten, die ich hergestellt habe. Ansonsten hier, Leute noch laufen, Schießpulver, habe ich halt 5 Sprengpfeile gemacht, die wir machen konnten. Ich hatte 5 Spitzen liegen und habe 107, 62 und 109 mm angeschmissen. Ja. Und hier seht ihr Heidelbeeren, Yucca, Goldrute, was anderes hatte ich halt leider nicht mehr an Samen. Hopfen und Yucca. Jo. That is a stand. Und der Bär tingelt da immer noch rum. Bis ich den gerade gesehen habe, ich habe schon gar nicht mehr dran gedacht. Ach, da ist schon wieder eines. Läuft doch nichts mehr. Ja, es hat sich ja doch noch gelohnt, dass die Aufnahme angeschmissen hat. Ja, der Bär ist ein bisschen... Wollen wir das ausprobieren? Genau, komm mal hier, dann mach mal Mutti weg. Das klappt sogar. Was hat denn den Block weggemacht? Okay, Mutti ist tot. Nee, doch nicht, hä? Aber jetzt. Den Bär schon ganz gerne mitnehmen, aber der kostet mich so viel Muni, dass sich das einfach nicht lohnt. Ich kann gucken, ob ich Spikes gestellt kriege. Runterzufahren geht nicht. Naja, vielleicht kommt da rein. Ja,
wirklich zu dick, um reinzukommen. Ja, also ich habe keinen Bock jetzt da 50 oder 50 Schuss reichen ja noch nicht mal da reinzunageln. Also. Wenn er reinkommen würde, könnte ich halt runter und hinter ihm die restlichen Spikes setzen. Und dann wieder rauskommt und wieder in die Spikes läuft. Ja, das könnte man machen. Ja, da ist er ja schon mal. Ja, der macht, der frisst eh alle Spikes weg und will es überleben wahrscheinlich. Warte mal. Kommen wir jetzt zurück? Das juckt den ja gar nicht, ne? Mit dem Wunderbein in den Schädel schießen von der Name. Ich weiß noch nicht, was der da immer da mit der Ecke hat. Das Einzige, was was bringt, werden Kopftreffer sein. Er steht halt auf Ecken. Guck mal, was Spikies, ne? Also. Ja, ich muss das unten einfach komplett mit Spikes voll machen. Ist ja auch nicht das Problem. Da müssen wir auf jeden Fall auch Spikes draufstellen. Dreh dich doch einfach mal um, Alter. Also. Ja, die kannst du gerne mal wegmachen, die Pflanzenkübel. Brauche ich eh nicht. Weil die haben so viel HP. Lebt der Flipper, ey. Ja, es war klar, dass die 10 Eisenpfeile ihn nicht poppen. So, so von der Tür weg. Aber wegen sehen wir so mal das Face, ey. Sieht ganz cool aus eigentlich. Also der Bär steht eben kein Verhältnis von HP und... Also wirklich nicht. Gar nicht wissen, was da ein Zombie-Bär hat. Vielleicht sollte man auch nicht daneben schießen. Boah, ey, flippt der Flipper, Alter. Kannst du vielleicht mal für eine Sekunde ruhig bleiben, oder was? Meine Fresse. Na ja, gut, das ging ja noch einigermaßen okay, würde ich sagen. Können wir noch holzen? Na, Sichi! Muss ich aufpassen, jetzt darf ich nicht mehr so hoch springen. Jetzt habe ich die Stacheln da drunter gesetzt.
Na, 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 na. Gib mir erst mal meine Pfeile her. Ich sag ja, Fleischen ist nicht das Problem. Ja, ihr seht, die Blöcke gehen noch mit 500, aber das ist auch nur der Rahmen. Das ist der Rahmen gerade mal weg. Gut, der Rahmen fällt runter. Wenn ich das mit Spikies voll mache hier, ja, dann sollten wir gar keine Probleme mehr haben. Auch nicht mit dem Bär. Weil hier die Dinger, die Pöler halt, die haben 1000, ey, die sind schon nervig. Gibt der noch einen Buff oder nicht? Ja. Do it. Machen wir das mal eben weg hier. Weiß man nicht, wie der Block da oben. Hat der Bär den rausgehauen oder was? Mit Kaffee geht's, ey. Also, Kaffee können wir auf jeden Fall dann zum Farmen benutzen. Wie man sieht, geht's damit echt gut, ey. Können wir echt durchhauen. Ach, das fällt ja nicht wegen den Pölern, ey. Die sind ja nervig. Naja, die muss ich eigentlich eh wegmachen. Kipp ein bisschen Eisen. Mein Gott. Ich muss sagen, mit Kaffee geht's echt gut, ey. Peasy, dann mal die anderen beiden auch noch weg. Oh, den können wir stehen lassen, oder nicht? Auf ganz vorne kann ich eh keine Spikes machen. Oder ich müsste mir einen anderen Aufgang bauen. Können wir auch machen. Immer durch alle Türen durch ist halt auch nervig, ne? So, mal den Kaffee-Buff eben ausnutzen. 30 Sekunden haben wir noch. Okay, nice. Das heißt, ich muss mir jetzt erstmal Kaffee machen. Ich weiß nicht, ob ich den schon herstellen kann. Ich habe auf jeden Fall Kaffee liegen genug. Aber dann kann ich mit dem Werkzeug ja echt durchballern hier. Das ist nice. Okay. Natürlich schon mal Spikes herstellen können, ich halt. Ich Blöcke mit. Uff hier.
Kies bei Kies. Fleischen in der Haus. Ja, dafür ist der Bogen immer noch zu gebrauchen, ne? Gut, perfekt, ey. Mach ich nochmal ein, zwei Bäumchen. Dann setzen wir die Spikies und dann düsen wir los. Geht ab die wilde Fahrt. Bin gespannt, ob da nur ein Dorf ist. Ich überlege gerade. Ach, wegen Kaffee wollte ich doch gucken, ich Idiot. Okay, ich baue jetzt erst einen Aufgang. Immer dieses Rumgerenne macht mich wahnsinnig. Ja, also ich mache jetzt nichts Wildes hier. Standard. Einfach hoch. Zack. Okay, wir können es natürlich ein bisschen schöner machen hier oben in der Platte. Bitte Plate, ne? So, was gibt's denn? Gibt's auch halbe Platten oder was? Immer 2 Millionen Blöcke, aber keine dreieckigen Platten. Drei vierte Platte. Naja, ist ja auch mal was anderes. Ach hier, guck mal. Bis unten. Okay. Stoppschild. Zack. Easy peasy. Nein, geh weg, ey. Das ist doch noch nicht aufgewertet. Der haut echt davor jetzt, die dumme Sau. Alter, wie viele? What the fuck? Nein! Alter, Belly, was ist los hier? Kam nicht hoch, ey. Ich dachte, wir könnten jetzt hier mal ein bisschen klappen.
Servus. Klaus, was geht? Oh, da ist auch nur Holz da drüben. Ja, ein Klaus, der tut gut. Er gibt uns sehr viel Mut. Muss ja sich auch mal lohnen, dass wir hier das Ding gebaut haben. Na, Dicke? Oh, die Dicke macht den sofort kaputt, ja, weil immer noch Spikies sind. Noch die XP mitgenommen. Seid ihr direkt umgefallen? Wollt das hier mal testen mit dieser Kante? Ja, perfekt. Der tötet den gut. Aber du schaffst es. Perfekt, hau mal drauf. Okay, halt auf den unteren. Eieiei, die haben mich auf jeden Fall überrascht, ey. Ja, das ist halt ein bisschen tricky hier mit dem Hochkommen, ne? An dem Ding, ne? Eieiei. Aber es steht noch. Irgendwo ist noch ein Überbleibsel. Da hinten Kriecher wahrscheinlich. Aufwerten. Ja, immer was los hier. Okay. Aufgang ist auch fertig. Perfekt. Muni ist auch ready. Jetzt gucke ich noch mal ganz kurz den Kaffee. Ja, easy peasy, Alter. So, der kann da vor sich hin brutscheln. Ach, ich muss noch mal hoch, ey. Erstmal setzen wir Spikies. Ich kann da ja noch nicht ganz zumachen hier. Weil ich wollte auf jeden Fall 10 Spikes mitnehmen. Deswegen werde ich mal... Ja, den muss ich eh auflassen, falls wir hier unten mal rein müssen.
Da. Obwohl, warte, das reicht jetzt nicht, wenn ich sowas quelle. Ja, ist egal, ich stelle die jetzt hier noch. Da muss ich ja gleich nochmal einen Baum machen. Aber nämlich jetzt nur noch diese Reihe hier. Die haue ich da dann auch nochmal weg bei Gelegenheit. Gehen wir nochmal hier das letzte Mal den Weg. Ich glaube, wir düsen jetzt erst rüber zu dem anderen Händler. Gucken einfach mal, was er hat. Können wir nämlich die Kiste ausgraben unterwegs. Fertig aus. Jetzt wird das gar nichts mehr. Kaufpreis nehmen wir mal mit. Und hier haben wir Altstoffertrag, wenn wir scrabben. Nehme ich auch mal ein mit. Wir werden bestimmt irgendwas scrabben auf dem Weg. Essen habe ich im Fahrrad, ne? Trinken auch, glaube ich. Repair Kits. Haben wir 7. Passt eigentlich alles. Wow, sie sind endlich ausgewachsen. Mann, Mann, ja. Ich mache nur den einen hier eben. Können wir lieber unterwegs nochmal 1-2 machen. Statt die vor der Haustür wegzumachen. So, wir düsen erstmal Richtung Quest. Ja, aber durch den Schnee will ich eh nicht fahren. Da sind wir mit Minibike vielleicht. Ja, könnte man drüber nachdenken. Aber mit dem Fahrrad definitiv nicht, ey. Da war ja alles voll Viecher. Sauber. Wir können uns einmal einen Kaffee, dann können wir nämlich durchtreten, hoffe ich. Aber auf jeden Fall können wir ein bisschen weiterfahren. Bevor wir erst Pause machen müssen. Aber gut! Ich sehe auch schon wieder, wir sind schon wieder bei 28 Minuten. Von daher, Leute. Wie immer. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein. Bis dann. Tschüssi.